Ja, wunderschönen Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen bei unserer Online-Veranstaltung Der Westbalkan, eine verschonte Region. Die Politische Akademie freut sich, dass Sie alle heute so zahlreich bei unserer Online-Veranstaltung in der Corona-Gesprächsreihe teilnehmen. Mein Name ist Katharina Hofstadler, ich bin Teil des Team Bildung und Personalentwicklung an der Akademie und ich darf euch heute durch den Abend begleiten. Ja, also der Westbalkan ist natürlich ein Schwerpunktthema der Politischen Akademie und am heutigen Abend widmen wir uns der aktuellen Situation in den Westbalkanstaaten. Grundsätzlich ist die Zahl der Corona-Infektionen am Westbalkan fast durchgehend sehr niedrig, ähnlich wie in Österreich steigt auch die Genesungsrate stetig an. Nichtsdestotrotz werden diese Länder genauso wie die europäische Staatengemeinschaft auf eine harte Probe gestellt in dieser Zeit. Und heute haben wir die Möglichkeit, gemeinsam mit EU-Abgeordneten Lukas Mandl und dem österreichischen Botschafter in Serbien, Nikolaus Lutarotti, über die aktuelle Situation und die Auswirkungen der Krise für die Westbalkanregion in Bezug auf Wirtschaft, Demokratie und Gesellschaft zu sprechen. Ja, und bevor wir jetzt starten, möchte auch unsere Präsidentin, Bettina Rausch, noch ein paar Grußworte an euch richten. Ja, wunderschönen guten Abend wieder mal aus dem Homeoffice, so wie es noch vielen von uns geht. Das ist nach wie vor eine gute Idee, auch zu Hause zu bleiben und da und dort Kontakte zu reduzieren und auf Abstand zu sein. Wir haben das die letzten Wochen und Monate sehr intensiv so praktiziert, nicht nur als Team der Politischen Akademie, sondern letztlich auch, was unsere Angebote betrifft, unsere Angebote im Internet, die wir euch allen machen. Und ich sage an dieser Stelle wieder mal Danke. Es ist heute die zweite von drei Online-Veranstaltungen in dieser Woche, Abendveranstaltungen. Ich sage euch Danke, dass ihr uns ins Internet gefolgt seid und unsere Innovation, zu der uns die Isolation motiviert hat, möchte ich mal sagen, dass ihr diese Innovation auch entsprechend mittragt. Ich denke, und das sehe ich auch ein Stück weit, wenn ich reinschaue in die Liste derer, die heute mit dabei sind, jetzt hier im Webinar-Tool, es folgen uns ja immer wieder auch Freundinnen und Freunde auf anderen Kanälen, dann sehe ich, dass viele hier sind, die auch von weiter her zuschauen, also quasi nicht in Wien stationiert sind. Und auch das freut mich besonders, weil so können wir euch alle mit Informationen versorgen. Mit den Corona-Gesprächen versuchen wir ja ein Stück weit tiefer zu tauchen in die aktuelle Zeit, zu verstehen, was sich da gerade tut, Hintergründe zu erfahren, die man vielleicht nicht alle in der Zeitung liest oder sofort jeden Tag erfahren kann, sondern denen gemeinsam eben auf den Grund zu gehen. Heute zu einem speziellen Thema, nämlich zur Situation und Lage in den Westbalkanstaaten. Auch ein Schwerpunkt von uns, der Politischen Akademie, nicht zuletzt, weil Österreich den sechs Staaten am Westbalkan nicht nur historisch verbunden ist, sondern auch in jüngster Vergangenheit sehr enge Bande mit diesen Staaten geknüpft hat, immer wieder auch Fürsprecher ist in Europa, wenn es darum geht, den Weg des Westbalkan in Richtung europäische Integration zu unterstützen. Wir wollen auch hier als Politische Akademie insofern einen Beitrag leisten, als wir helfen wollen, die Region besser zu verstehen, auch Kontakte zu knüpfen und Menschen aus Österreich die Gelegenheit zu geben, Menschen aus den Westbalkanstaaten, wenn man so will, auf Augenhöhe zu begegnen. Dazu unternehmen wir immer wieder Reisen, leider nicht im Moment nach Albanien, das hätten wir für heuer vorgehabt. Corona hat es jetzt einmal verunmöglicht oder verschoben, aber wir waren schon in Nordmazedonien mit einer Gruppe vor allem von österreichischen Bürgermeistern, die auch dort Kollegen getroffen haben. Und wir durften 2018 unter anderem Belgrad besuchen und haben dort einen unserer heutigen Gäste auch getroffen. Botschafter Lutarotti hat uns dort auch empfangen mit vielen anderen und hat uns dort auch entsprechend die Lage geschildert und uns auch Kontakte vermittelt, die uns eine bessere Einsicht in das Land, in Serbien die Lage dort geben konnten. Insofern freue ich mich auf diese Verknüpfung heute Abend, bin selbst sehr gespannt, einiges mehr zu erfahren von zwei Gästen, die da einiges zu sagen haben. Auf der einen Seite, wie gesagt, Botschafter Lutarotti, auf der anderen Seite Abgeordneter Mandl, ich darf sagen Nico und Lukas. Ihr beide seid der Region schon lange verbunden, aber auch unsere Institution. Und dafür möchte ich euch vielen Dank sagen für die Unterstützung, für die Begleitung, für die Inputs, die ihr uns auch immer wieder liefert. Ich sage heute Danke, dass ihr uns eure Expertise in Sachen Westbalkan von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus dem Europäischen Parlament, genauso wie in der Vertretung Österreichs vor Ort, mitteilen werdet und uns daran teilhaben lasst. Ich wünsche uns allen einen anregenden, interessanten Abend. Sage meinem Team wieder mal Danke für die tolle Vorbereitung, insbesondere unserer Moderatorin Katharina Hofstadler.
und freue mich, wenn wir uns online noch ein paar Mal sehen und dann hoffentlich bald auch wieder offline auf unserem Campus. Schönen Abend. Herzlichen Dank, Bettina, für die schöne Einleitung zum heutigen Abend. Ja, und bevor wir jetzt quasi wirklich in die Diskussion starten, ich sehe schon, wir haben unseren ersten Gast, den Lukas Mandl, der hat sich schon dazugeschalten. Hallo Lukas. Genau, also Moment, wir hören dich im Moment noch nicht. Danke für die Einladung, liebe Katharina. Ja, sehr gern. genau, also dann mache ich vielleicht gleich mit der Vorstellung unserer heutigen Gäste weiter. Also wie gesagt, der EU-Abgeordnete Lukas Mandl ist heute bei uns. Lukas vertritt uns jetzt seit 2017 im Europaparlament. Zuvor war er von 2008 bis 2017 Landtagsabgeordneter in Niederösterreich. Ja, herzlich willkommen und danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Vielen Dank. Genau, und es freut uns natürlich auch sehr, dass wir heute hier Botschafter Lutherotti am virtuellen Podium begrüßen dürfen. Ja, also Nikolaus Lutherotti ist seit 2018 Botschafter in Serbien. Zuvor hat er diverse diplomatische Funktionen inne gehabt. Unter anderem war er stellvertretender Kabinettschef des Präsidenten der Generalversammlung der Vereinten Nationen, stellvertretender Kabinettschef des Außenministers und außenpolitischer Berater des Bundeskanzlers. Herr Botschafter, lieber Nico, herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu diskutieren. Ich freue mich sehr. Danke, Katharina. Gut, ja, bevor wir jetzt gleich in die Diskussion starten, möchte ich unser liebes Publikum noch auf ein paar digitale Mitmachmöglichkeiten hinweisen. Und zwar, ich sehe auf der rechten Seite jetzt den Chat schon entdeckt. Schönen guten Abend, liebe Julia. Hallo Elsa, hallo Jakob. Es freut uns wirklich sehr, dass ihr alle da seid. Bitte nutzt diesen Chat auch wirklich und diskutiert mit. Lasst uns wissen, was ihr denkt. Und ihr seht auch, über diesem Eingabefeld im Chat sind zwei kleine Symbole. Wenn ihr auf das linke Symbol klickt, dann kommt eure Nachricht quasi einfach direkt in den öffentlichen Chat. Und wenn ihr das rechte Symbol anklickt, könnt ihr damit quasi wirklich eine Frage von euch an unsere Gäste heute markieren. Das ist ganz besonders wichtig, weil wir quasi immer wieder während der Diskussion Publikumsfragen einblenden werden. Und wenn ihr die markiert habt, dann können wir es quasi wirklich auch herzeigen. Also wie gesagt, bitte nutzt das, stellt Fragen. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir starten gleich direkt in unsere interessante Diskussion rein. Meine erste Frage vielleicht gleich, um die Situation im Westbalkan ein bisschen zu beleuchten, an den Nico. Ja, Nico, du bist ja direkt vor Ort in Serbien. Wie ist denn die Corona-Situation im Moment und welche Maßnahmen sind denn bis jetzt ergriffen worden? Also nochmals danke für die nette Einladung und freue mich sehr, dass ich hier auf diesem Weg ein bisschen mitteilen kann, was so am Westbalkan, vor allem in Serbien, passiert. In Serbien sind wir derzeit schon am Weg wieder der Öffnung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens. In Retrospektive können wir sagen, dass Serbien die Covid-19-Krise zumindest bisher eigentlich sehr gut bewältigt hat. Die aktuellen Zahlen für ein Land von etwa 6,5 Millionen Einwohner sind auch recht gut. Sie haben bisher 240 Todesfälle gehabt, ungefähr 11.000 und etwas positive Corona-Infizierungsfälle. Sie haben kaum mehr Leute in Intensivstationen. Es sind auch die Zahlen der Personen, die in Spitälern sind, gehen also zurück und haben ungefähr 230.000 Leute getestet. Also nur so, um eine kurze Einordnung zu geben in die Zahlen. Was gelungen ist, und ich glaube, das war nicht immer ganz klar zu erwarten, ist, dass das Gesundheitssystem eigentlich funktioniert hat und jedenfalls nicht die Kapazitätsgrenze je überschritten hat. Insofern sieht sich die Regierung jetzt auch wieder in der Lage, das gesellschaftliche Leben und das wirtschaftliche Leben vor allem zu öffnen. Warum ist es gelungen, relativ gut über die Runden zu kommen? Erstens einmal ist sozusagen das Virus erst relativ spät in die Region gekommen.
Und dann hat Serbien, ich rede jetzt mal für Serbien, sehr schnell, sehr hart und sehr rigoros reagiert. Am 6. März wurde offiziell der erste Infizierungsfall festgestellt. Am 15. März hat das Land bereits den Ausnahmezustand ausgerufen und bestimmt und danach sukzessive eigentlich sehr rigide Maßnahmen gesetzt, um das Leben, das soziale Leben einzuschränken. Also ich rede jetzt von nicht nur dem normalen Social Distancing, sondern von echten Ausgangssperren. Das hatten wir, glaube ich, in Österreich nicht in der Form. Also ich war die ganze Zeit der Krise natürlich hier. Ganz klare Ausgangssperre am Abend, ab 17 Uhr phasenweise, ab 18 Uhr konnte man das Haus nicht mehr verlassen, wurde auch kontrolliert von Militär oder von Polizei. Wochenenden Ausgangssperren bis zu 82 Stunden, also drei Tage. Und das war an sich sehr wichtig, um wirklich den sozialen Kontakt hier zu reduzieren, zumal es auch in dieser Phase sehr wichtige Feiertage in Serbien gegeben hat, wo klassisch Familienfeste gefeiert werden, wie zum Beispiel das orthodoxe Osterfest oder der große 1. Mai-Wochenende, das hier eine sehr große Rolle spielt. Der Ausnahmezustand ist in der Zwischenzeit aufgehoben worden und jetzt wurden auch die Einschränkungsmaßnahmen auch alle aufgelockert. Es gilt noch ein Versammlungsverbot für Versammlungen von über 50 Personen. Aber in der Zwischenzeit hat Serbien beispielsweise auch schon seine Grenzen geöffnet und verlangt eigentlich seit 3 Tagen keinen negativen Covid-Test mehr für die Einreise nach Serbien. Es gibt auch keine Quarantäne mehr. Also in Retrospektive gesagt, eigentlich ganz gut über die Runden gebracht. Okay. Was bekommen Sie so aus den anderen Staaten mit? Ist es da ähnlich oder doch nur ein großer Unterschied zu Serbien? Ja, das sagen wir so. Serbien ist das größte Land mit 6 Millionen Einwohnern im Vergleich zu den anderen Ländern in der Region. Dort sind die Zahlen wesentlich niedriger als in Serbien. Ganz gut abgeschnitten hat Montenegro, auch der Kosovo, auch Nordmazedonien, obwohl in Nordmazedonien noch rigidere Maßnahmen in Kraft sind. Aber auch in Bosnien ist man ganz gut eigentlich über die Runde gekommen. Okay, das ist natürlich sehr erfreulich zu hören. Ja, Lukas, du bist ja regelmäßig im Austausch mit Menschen aus der Region, aus der Westbalkanregion. Welche Eindrücke hast du noch quasi ergänzend bekommen? Und vor allem, wie schätzt du das ein? Wie hart sind die Maßnahmen im Vergleich zu anderen Ländern wie zum Beispiel Österreich? Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, Katharina, und auch an die Bettina Rausch, dass ich heute in Ihrem Haus in digitaler Form zu Gast sein darf. Und ich bin dankbar, dass die Politische Akademie diesen Austausch ermöglicht zu einem so wichtigen Thema. Und wenn wir von der Region sprechen, so wie du jetzt auch in deiner Fragestellung, dann sind das die 6 Staaten des Westbalkan, mit denen Österreich eine sehr, sehr intensive Geschichte hat. Also Österreich ist gewissermaßen bei den Patenmitgliedsstaaten für die 6 Staaten des Westbalkan. Und die 6 Staaten des Westbalkans sind gleichzeitig das, was ich immer nenne, die Achillesferse Europas. Weil solange die 6 Westbalkanstaaten nicht voll dabei sind, hat Europa eine entscheidende Schwäche im geopolitischen Kräftemessen. Wir haben Großbritannien und Nordirland verloren. Daran gilt es zu arbeiten. Ich bin ja bei den Zweckoptimisten, die sagen, wir werden das noch erleben, dass die wieder dabei sind. Aber wir müssen alles tun, um nicht auch noch den Westbalkan zu verlieren. Auch wenn er noch gar nicht formal dabei ist, die europäische Identität ist bei den Menschen dort höher als in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es ist ein völlig klarer Zugang dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger sich dort als Europäerinnen und Europäer fühlen. Und die Fragestellung von dir ist deshalb sehr interessant, weil in den ersten Tagen der Corona-Krise, ich erinnere mich an meinen letzten vollen Tag in Brüssel, das war der 11. März, und da ist so ein Meme herumgegeistert in den Social Media und auf WhatsApp etc., das offenbar von jungen Menschen im Kosovo ausgegangen ist, das halt vermittelt hat, jetzt haben wir erstmals einen Vorteil, weil wir noch immer nicht visafrei reisen dürfen, nämlich dass Kosovo weniger betroffen sei
von dem Coronavirus. Damals wurde noch überall mehr gescherzt zu dem Thema. Später war dann allen klar, manchen früher wie uns in Österreich, anderen später, wie ernst die Lage ist. Aber Tatsache ist ja, dass Serbien zweifellos einen größeren Austausch bis zum Lockdown in Serbien hatte mit anderen Teilen der Welt als die anderen Staaten des Westbalkan. Deshalb sind die Zahlen geringer, aber wahrscheinlich nicht nur deshalb, nämlich in den 5 anderen Staaten sind sie geringer, wie der Herr Botschafter schon gesagt hat, in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und eben Kosovo. Und es ist wahrscheinlich auch so in meiner Aktivität für die österreichisch-kosovarische Freundschaftsgesellschaft und als Berichterstatter der Europäischen Volkspartei zum Kosovo nehme ich auch seit Jahren viele Gesundheitsprojekte wahr. Und da sieht man schon, dass natürlich die gesundheitliche Versorgung in einem solchen Staat am Beginn seiner Staatlichkeit, wie das im Kosovo der Fall ist, ganz große Herausforderungen zu bewältigen hat. Ich will damit sagen, ich bin nicht der Experte, der eine Dunkelziffer beziffern kann, aber zweifellos wird es die im Kosovo geben und auch in anderen Staaten, wenngleich es evident ist, dass die Pandemie in gesundheitlicher Hinsicht zumindest am meisten Serbien betroffen hat. Da kann man dann auch noch geopolitisch sehr, sehr lang diskutieren, wie das begonnen hat mit der Hilfe für Serbien und wie es weitergegangen ist. Vielleicht nur ein Satz, weil wir ja eine Redezeitbeschränkung haben. Die Europäische Union ist der größte Geldgeber immer in den 6 Westbalkanstaaten. Übrigens, das ist kein Geschenk, das ist ein Investment in unsere eigene Zukunft. Und natürlich war die Europäische Union das auch der größte Geldgeber während der Pandemie. Ich danke dir für deine Einschätzungen und bleiben wir vielleicht bei dem Thema der Hilfe und der Europäischen Union. Im Zuge von der Krise hat es ja von vielen Seiten her Hilfe für die Staaten des Westbalkans gegeben, unter anderem eben auch von Österreich. Lukas, kannst du uns vielleicht kurz einen kurzen kleinen Überblick geben, wer wie stark quasi involviert war in diese Hilfe? Ja, sehr, sehr gern. Wichtig ist auch der politische Werdegang davon, damit man für die Zukunft gerüstet ist. Und ich kann da noch einige Zahlen nennen. Klar war für Österreich und damit für mich als rot-weiß-roter Abgeordneter im Europäischen Parlament vom ersten Tag an, dass in das Pandemie-Management der Europäischen Union selbstverständlich der Westbalkan eingebunden werden muss. Man muss dazu als Hintergrund wissen, die EU hat nicht viel falsch gemacht, sondern verdammt viel falsch gemacht in den vergangenen Jahren. Ich sage das vielleicht weniger diplomatisch, als ein Diplomat das jetzt sagen würde. Aber also im Vergleich dazu, was wir liefern, eben größter Geldgeber beispielsweise, im Vergleich dazu, dass wir wissen, wir müssen einmal geeint sein in der Zukunft, auch wenn viele Reformen in diesen Ländern noch ausstehen, haben wir sehr bürokratisch agiert. Wir tun das nicht nur nach außen am Westbalkan, sondern oft auch nach innen, ist aber keine gewissermaßen Entschuldigung und kein Trost dafür. Also war klar für uns, bitte, wir müssen an die Kommission gerichtet, in meiner parlamentarischen Arbeit, wir müssen den Westbalkan einbeziehen. Und das hat durch den Kommissar Vaheli, speziell den ungarischen Kommissar, der unter anderem für Erweiterung zuständig ist, wirklich auch ein Profi in seinem Feld, überhaupt kein Parteipolitiker oder so, unter anderem durch ihn und auch durch die Kommissionspräsidentin von der Leyen, hat es schon ein paar Tage gedauert, aber Tage, nach denen dann eine gute Entscheidung gefallen ist, dass der Westbalkan einbezogen wird. Das meint und betrifft beispielsweise 3,3 Milliarden Unterstützung seitens der EU direkt, 38 Millionen direkt für den Gesundheitssektor, 389 Millionen zur Deckung des Bedarfs für den sozialen und wirtschaftlichen Wiederaufschwung, ein Reaktivierungspaket von 455 Millionen Euro kommt dazu in Zusammenarbeit mit internationalen Finanzinstitutionen. Und dann gibt es noch die Europäische Investitionsbank, die zugeschossen hat. Und das sind nur einige Beispiele während der Pandemie. Meine Erfahrung ist, dass Bürgerinnen und Bürger etwas spüren wollen, emotional. Die großen Zahlen sind wichtig und gehören auch gesagt. Ich bin dankbar, Sie jetzt auch sagen zu dürfen, Katharina, hier im Call. Aber wichtig ist, dass Sie auch emotional spüren, dass wir so viel Grips haben zu verstehen, dass wir alle zusammengehören. Übrigens weltweit, wie uns die Pandemie zeigt, die ganze Menschheit ist eine Familie, aber eben speziell, dass wir auch in Europa zusammengehören. Ja, also danke dir für den Überblick. Vielleicht Nico an dich.
Die nächste Frage. Hilfe hat es ja quasi nicht nur von der EU gegeben, sondern eben auch aus anderen Ländern, wie zum Beispiel China. Und vor allem diese Hilfe hat ja starke Schlagzeilen gemacht. Wie wird denn das vor Ort gesehen? Wird das gut angenommen oder eher negativ? Ja, also es ist richtig, dass neben der Europäischen Union auch andere Geber da gewesen sind. Vor allem in Serbien ist vor allem China besonders stark gewesen. Ich möchte nur kurz unterstreichen oder auch unterstützen das, was Lukas Mandl gesagt hat, im Hinblick darauf, dass die Europäische Union in der Pandemie bei weitem der größte Geber war. Das ist für den ganzen Westbalkan richtig, insbesondere aber auch für Serbien gültig. Und nicht nur in der Pandemie, sondern wenn wir uns anschauen, was die Europäische Union über die letzten 20 Jahre, nehmen wir mal diesen Zeitraum, in diese Region investiert hat, dann gibt es überhaupt keinen Vergleich mit irgendeinem anderen Land dieser Welt, was die Unterstützungsleistungen betrifft. Also da ist die Europäische Union wirklich, wirklich ganz, ganz an der Spitze. Was Serbien ist sozusagen besonders auch in den europäischen Medien in die Schlagzeilen gekommen, weil Präsident Vucic sehr öffentlichkeitswirksam ein Land, nämlich China, für die Hilfe gelobt hat und die Europäische Union am Beginn der Krise besonders scharf kritisiert hat und gesagt hat, wo ist bitte die europäische Solidarität? Die gibt es nicht, die steht auf einem Feigenblatt. Das hat sich mittlerweile gewandelt, aber ich glaube, es war am Anfang tatsächlich so, dass am Beginn der Krise natürlich auch hier plötzlich eine sehr große Nervosität entstanden ist. Werden wir diese Krise meistern? Sie haben die Bilder gesehen in anderen europäischen Ländern, wo die Situation dramatisch war. Das Gesundheitssystem ist nicht dieser Krise von Anfang an gewachsen gewesen und sie mussten auch darum kämpfen, ihre Hilfslieferungen zu bekommen. Insofern war dann die Reaktion konkret auf die Aussagen der Europäischen Kommission, dass die exportbewilligungspflichtigen Güter nicht für den Westbalkan gelten, Grund für eine sehr emotionale Reaktion und auch eine an sich, auch wenn diese Aussage vielleicht nicht wirklich politisch klug war, aber trotz allem ungerechtfertigte Reaktion. Die Europäische Union hat sehr schnell reagiert, auch wie Lukas Mann gesagt hat. Kommissar Vaheli hat sofort zum Telefonhörer gegriffen. Die Kommission hat innerhalb von 5 Tagen ein enormes Unterstützungspaket für den Westbalkan, aber auch für Serbien geschnürt und die Gelder sind sehr schnell geflossen. Vieles der Güter zum Beispiel, die aus China nach Serbien kommen, sind von der Europäischen Union mit Cargoflügen finanziert worden. Also man hat auch hier in Wirklichkeit eine sehr starke internationale Zusammenarbeit in der Hilfe am Ende des Tages gesehen. Und ich glaube, da müssen wir auch sehr selbstbewusst als Europäische Union darauf hinweisen, dass unsere Hilfe auch dementsprechend gewürdigt wird. Das war auch ein Punkt, der beim Westbalkan-Gipfel am 6. Mai konkret angesprochen wurde. Die serbische Regierung, der serbische Präsident sind sich allerdings in der Zwischenzeit, haben sich mehrmals ausdrücklich und bedankt für die Hilfe der Europäischen Union und wissen ganz genau, wie wichtig die Unterstützung der Europäischen Union ist, wie wichtig aber auch die wirtschaftliche Verflechtung mit der Europäischen Union und den Ländern der Europäischen Union ist. Und das wird dann auch eine enorme Rolle spielen bei der Bewältigung der ökonomischen Konsequenzen der Pandemie. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Ja, also zu den Konsequenzen kommen wir auf jeden Fall. Ich möchte nur vorher, bevor wir jetzt weitergehen, nur ganz kurz eine Frage aus dem Publikum nehmen. Und, hoppala, ne? Da. Und zwar fragt die Julia Eigner, auch Österreich hilft ja den Ländern am Westbalkan mit Hilfsgütern. Wie wird diese Hilfe gesehen? Ich weiß nicht, Lukas, Nico, wer von euch möchte antworten?
Vielleicht ganz kurz nur, sie wird sehr, sehr positiv gesehen. Österreich hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, nicht zuletzt auch wegen der Gründe, die auch schon Lukas Mandl vorher erwähnt hat. Unser Interesse, unsere historische Verflechtung mit unserer ökonomischen Verbindung mit der Region ist hier bekannt und wird extrem geschätzt und die österreichische Hilfe kommt sehr, sehr gut an. Ja, ich kann dem nur beipflichten, könnte viele schöne Geschichten darüber erzählen, wie positiv wir gesehen werden am Westbalkan, aber es ist wirklich zu unterstreichen, was der Herr Botschafter gesagt hat und ich freue mich schon auf die nächste Frage. Sehr gut, ja, also wir haben auch schon eine zweite Frage aus dem Publikum, die im Moment auch sehr gut passt, und zwar von der Elsa. Was kann bzw. soll die EU konkret tun, um Serbien aus dem russischen, chinesischen Grip und Kosovo aus dem Trump-Grenell-Würgegriff herauszuholen und den Westbalkan näher an die EU zu binden? Also in dieser Fragestellung spricht eine echte Kennerin. Der Name Gashi ist ja auch ein sehr verbreiteter kosovarischer, albanischer Name. Und natürlich ist die Frage zugespitzt, aber aus parlamentarischer Sicht vielleicht mit leichterem Herzen zu beantworten als korrekter diplomatischer Sicht. Wir haben tatsächlich die Situation, und das ist einer der Gründe dafür, dass der Westbalkan so wichtig ist für die gesamte EU, dass der Westbalkan die kleine Welt ist, sprichwörtlich, in der die Große ihre Probe hält. Und da versuchen Weltmächte aller Art und solche, die es gerne wären, wie auch Katar oder Saudi-Arabien, aber eben auch Russland, China, auch die Türkei übrigens, und schon Seite an Seite mit der EU in vielen Fragen, aber nicht immer im gleichen Themenfeld, die USA, ja, Fuß zu fassen, beziehungsweise einflussreich zu sein, Einfluss auszuüben. Und da gibt es historische Gründe dafür, dass wahrscheinlich in Serbien das mehr durch Russland passiert, und in anderen Teilen des Westbalkans mehr durch andere dieser Player. Tatsache ist, ich versuche das immer wieder zu vermitteln. Ich sage auch Freundinnen und Freunden im Kosovo, der Kosovo wird nicht der 51. Bundesstaat der USA. Wenn es gut gelingt, wird der Kosovo ein Mitgliedstaat der Europäischen Union. Dasselbe gilt für Serbien. Serbien wird nicht Mitglied der Russischen Föderation. Ich würde es den Serbinnen und Serben, die ich wirklich sehr schätze, auch nicht wünschen, sondern hoffentlich auch Mitglied der Europäischen Union. Und auf dieser Basis sollten wir uns um unsere europäische Identität scharen und kümmern und als Europa geeint auftreten. Aber was es dafür schon braucht, ist eben neben dem Geld, das haben der Herr Botschafter und ich jetzt mehrfach betont, dass wir über Jahre, man muss schon sagen Jahrzehnte, als EU der größte Geldgeber sind, Österreich ein besonderer Treiber dabei ist, in der Pandemie ebenfalls der größte Geldgeber sind. Es braucht halt auch Emotion. Und das ist so unglaublich wichtig. Ich sage das mit einem Beispiel beim Fest zum 10. Jahrestag der Gründung der Republik Kosovo. War im Parlament bei der Festsitzung dort ein Festredner aus dem US-Senat, also ein Kollege aus den USA, und beim Empfang der Regierung ein Festredner aus dem Pentagon, dem Verteidigungsministerium in den USA. Und bei beiden Gelegenheiten war keiner von der EU. Das ist aber keine Unfreundlichkeit des Gastgebers, sondern das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir noch immer eine krasse Minderheit an Mitgliedstaaten haben, die beispielsweise den Kosovo als Staat nicht anerkennen. Wir haben jetzt die Problematik, dass einige Mitgliedstaaten den Zeitpunkt verpasst haben, mit Albanien und Nordmazedonien Verhandlungen aufzunehmen, was wir jetzt sehr, sehr mühsam abarbeiten. Wir hatten die Situation, dass der serbische Präsident zumindest die Gelegenheit hatte, auch wenn das vielleicht nicht ganz rational war, aber die Gelegenheit hatte, für ein paar Tage zu behaupten, China helfe mehr als die EU, was natürlich falsch ist, der Herr Botschafter hat es ausgeführt, aber dass allein der Eindruck entstehen kann, das muss uns zu denken geben, weil wir als Europäerinnen und Europäer zusammenhalten müssen und deshalb ist die Nähe, die wir Österreicherinnen und Österreicher zu der Region pflegen, wichtig und vielleicht als letzter Punkt von meiner Seite, und zwar auf Augenhöhe. Das scheint mir so wichtig zu sein. Das schwingt übrigens auch mit bei der Frage, wie wird unsere Hilfe gesehen? Unsere Hilfe wird manchmal so gut gesehen, als wären wir nicht einfach Staaten und Menschen und Bürgerinnen und Bürger auf dieser Welt auf Augenhöhe, sondern als wären wir immer Geber und andere immer Nehmer. Das stimmt ja nicht. Wir sind in einem Austausch. Es gibt so viele junge Menschen am Westbalkan, die auch von
westeuropäischen, osteuropäischen Firmen, EU-Unternehmen beauftragt werden und so weiter. Wir sind auf Augenhöhe und das auch zu vermitteln, damit aber auch ein großes Maß an Eigenverantwortung eben auch für Reformen in den 6 Staaten zu vermitteln. Das scheint mir ganz wichtig zu sein und eben neben Geld auch Emotion und die europäische Verbundenheit zu leben. Ja, Lukas, herzlichen Dank, dass du das nochmal so klar ausgedrückt hast. Das mit der Begegnung auf Augenhöhe ist auch für uns als politische Akademie sehr, sehr wichtig. Also danke für diese Ausführung nochmal. Gut, jetzt haben wir gesprochen über die Hilfe aus der EU, die Hilfe aus anderen Ländern. Und jetzt würde mich nur ganz kurz interessieren, wie die Staaten sich quasi generell untereinander helfen. Weil die Staaten des Westbalkans haben ja historisch gesehen teilweise etwas schwierigere Beziehungen und auch zwischen den Volksgruppen bestehen Feindseligkeiten. Wie schaut denn diese Situation aus? Also helfen sich die Staaten untereinander oder eher nicht? Lukas, möchtest du das vielleicht beantworten? Also ich möchte wirklich nicht zu viel Redezeit beanspruchen, aber ich gehe gern kurz darauf ein und bin dann auch gespannt, was der Botschafter dazu sagt. Es ist immer meine Bitte bei jeder Gelegenheit an die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Staaten, auch einander zu unterstützen. Das Ganze ist kein Spiel, bei dem es darum geht, wer als Erster über die Ziellinie läuft und vielleicht noch die Tür hinter sich zuschlägt, damit die anderen nicht mehr nachkommen in die Europäische Union oder dergleichen, sondern es wird nur eine gute Zukunft geben, wenn der Grundsatz, wie ich ihn nenne, no country left behind, also keiner dieser 6 Staaten darf auf Dauer zurückgelassen werden, auch wenn es höchstwahrscheinlich eine Reihenfolge des Eintritts in die Europäische Union geben wird. Dieser Grundsatz muss beachtet werden und der wird natürlich mehr beachtet, wenn die Staaten nicht einander kritisch beäugen oder einander irgendwie hindern, sondern einander unterstützen. Und ehrlich gesagt war ich positiv überrascht im Großen und Ganzen, wie gut die gegenseitige Unterstützung in der Phase der Pandemie funktioniert hat. Und Bosnien hat viele ethnische Herausforderungen, mehr als jeder andere Staat in der Region. Zwischen Serbien und Kosovo ist der zwischenstaatliche Konflikt der größte, wobei eine Seite nicht einmal anerkennt, dass es ein zwischenstaatlicher Konflikt ist, offiziell, weil Serbien eben die Republik Kosovo nicht anerkennt. Das geht alles in der Europäischen Union nicht. Und auch da sage ich mal parlamentarisch ganz locker vom Hocker, das wissen ja die handelnden Akteure auch. Sie müssen halt staatstragend bereit sein, den eigenen Bürgerinnen und Bürgern die Wahrheit zu sagen darüber, dass ethnische Konflikte, religiöse Konflikte, nationalistische Konflikte wirklich der Vergangenheit angehören müssen. Und auch da sollten wir nicht von oben herabreden und müssen auf Augenhöhe reden, weil wir hatten das alles im 20. Jahrhundert in einer ganz, ganz üblen Art und Weise, in vielerlei Hinsicht in der übelsten Art und Weise in der gesamten Menschheitsgeschichte. Also wir kennen das, aber wir können aus dieser Erfahrung sagen, es hat keinen Sinn, es zerstört nur so viel eben ethnische, religiöse und nationalistische Konflikte in irgendeiner Form auszutragen. Das sind gute 20 Millionen Menschen am gesamten Westbalkan. Das sind gar nicht so viele im Vergleich beispielsweise zur Mitgliedszahl oder zur Einwohnerzahl der Europäischen Union. Aber es sind Menschen, die sehr, sehr viel historisch zu ertragen hatten und die es wirklich verdienen, dass in Frieden und multiethnisch zusammengelebt wird. Und das gehört mit zu den Reformen, die in der Region zu tun sind, dass man einander auch mehr hilft. Vielleicht darf ich dazu nur ergänzen, was mein Eindruck hier in der Region ist. Und zwar gibt es Beispiele, dass die Zusammenarbeit wirklich sehr gut funktioniert hat. Und ich möchte eins nehmen, und zwar die Schaffung der Green Lanes in der Region. Die Europäische Transport Community, die einen Sitz in Belgrad hat, wurde beauftragt, dass der Güterverkehr innerhalb der Region sichergestellt wird, dass die Wartezeiten an den Intra-Westbalkan-Grenzen nicht zu lange sind, dass da die Güter sozusagen schnell über die Grenzen kommen. Und die Erfahrung war ganz, ganz positiv. Eine sehr schnelle Reaktion, ein sehr, sehr pragmatischer Zugang aller Länder der Region dazu. Und das funktioniert seit 5 Wochen einwandfrei. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, das wirklich positiv ist und auf dem man hoffentlich auch
aufbauen wird. Ein zweites Beispiel, sozusagen eine kleinere Dimension, aber vielleicht politisch doch nicht uninteressant, ist die Hilfestellung, wenn auch nur in kleinem Ausmaß, aber doch symbolisch wichtig, des Serbiens an den Kosovo, mit die Tests in den Kosovo geschickt haben, und zwar nicht nur in den Norden, sondern auch an die Regierung in Pristina, war auch ein Signal, dass man in der Pandemie zusammenarbeiten soll. Und auch das, glaube ich, muss man entsprechend würdigen, und auch man kann hoffentlich auch darauf aufbauen. Vielleicht nur zur vorherigen Frage noch von der Elsa Gashi, kann ich nur unterstreichen, auch was der Lukas Mandl schon gesagt hat. Ich glaube, wichtig ist, man kann, glaube ich, die Länder der Region nicht in eine Situation bringen, wo sie sich entscheiden müssen, EU oder Russland, EU oder China. Sie werden immer die Beziehungen mit allen Ländern pflegen. Aber ich glaube, was schon, und es gibt auch sozusagen Gründe, warum man, historische Gründe, aber auch ganz klare politische Gründe, warum zum Beispiel Serbien eng mit Russland zusammenarbeitet. Also um sozusagen klar zu sagen, ist das russische Veto im UNO-Sicherheitsrat maßgebend für Serbien, dass sozusagen der Kosovo jetzt nicht UNO-Mitglied wird. Also es gibt ganz handfeste Gründe, warum sie noch zusammenarbeiten. Natürlich gibt es auch eine sehr große emotionale Nähe. Die Frage ist extrem wichtig. Wie kann die Europäische Union Serbien mehr oder die Region mehr wieder an die Europäische Union binden? Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich verstärktes politisches Engagement der Europäischen Union in der Region. Und damit meine ich nicht nur eine Westbalkankonferenz da und dort, sondern wirklich in die Region reisen, die politische Ebene sozusagen persönliche Beziehungen pflegen. Und ich glaube, Österreich lebt das ganz gut vor. Wir machen das seit vielen Jahren. Wir sind oft da, wir haben sehr gute persönliche Beziehungen mit den Ländern der Region und mit der politischen Führung in der Region. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Element, das auch sehr geschätzt wird. Herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, die Elsa freut sich, dass ihr ihre Frage so ausführlich beantwortet habt. Ja, ich danke euch auch wirklich für den Überblick über die aktuelle Situation und der Situation auch mit der Hilfe für den Westbalkan. Und ich würde jetzt gern quasi ein bisschen auf die Auswirkungen der Krise in den Staaten sprechen. Und dazu wäre meine erste Frage an dich, Nico. Am 21. Juni sollen die Parlamentswahlen abgehalten werden. Und auch in Montenegro und Nordmazedonien stehen sie an. Sind Wahlen und ein Wahlkampf eigentlich schon unter normalen Bedingungen möglich, deiner Meinung nach? Diese Frage kann ich leider nicht beantworten, aber es ist die entscheidende Frage natürlich auch hier in Serbien. Ist es sozusagen aus epidemiologischer Sicht möglich, wirklich Wahlen abzuhalten? Hier geht man einmal davon aus, und wenn es sozusagen nicht zu einer sogenannten zweiten Welle kommt, ist das wahrscheinlich auch möglich. Allerdings ist die Frage, welche Maßnahmen werden gesetzt, um wirklich hier entsprechendes sozusagen gesundheitspolitische Sicherheitsmaßnahmen zu setzen, einerseits, aber auch zu gewährleisten, dass jeder Wähler die Möglichkeit hat, sein Wahlrecht entsprechend in einer entsprechend geheimen Wahl zu machen. Was entscheidend sein wird, glaube ich, aus unserer Sicht, ist, dass die Wahlen beobachtet werden. Serbien hat ODIHR, das ist die Wahlbeobachtungsbehörde der OSZE, eingeladen herzukommen. Die Entscheidung wird bald getroffen, aber wir hoffen sehr, dass die Wahlen beobachtet werden. Und auch das Europäische Parlament ist sehr stark involviert hier in die Wahlen. Heute hatten wir ein Gespräch mit Wladimir Bilcik, dem Rapporteur des Europäischen Parlaments für Serbien, der sich hier sehr stark einbringt, damit die Wahlbedingungen entsprechend gut sind. Und man wird sehen, wenn die epidemiologische Kurve weiterhin gut ist, glaube ich, dass die Wahlen auch abgehalten werden können.
nachdem der die Wahlen wurden sozusagen verfassungsmäßig angesetzt, bevor die Corona-Krise wirklich gestartet ist in Serbien und auch der Ausnahmezustand aufgehoben wurde, erlassen wurde. Der Ausnahmezustand hat diesen Wahlprozess unterbrochen, aber de facto sind sie rechtlich verpflichtet, die Wahlen einmal für den 21. Juni anzusetzen. Sollte es wieder zu einem Ausnahmezustand kommen, könnte man natürlich die Wahlen wieder nach hinten verschieben. Danke dir. Ja, Lukas, die Opposition wirft ja quasi in den Regierungen in Serbien und auch Albanien quasi der Regierung immer wieder vor, autoritäre Tendenzen im Zuge quasi dieser Krise zu entwickeln. Wie siehst du das? Also erstens will ich daran erinnern, weil es einfach ein gutes Stück Lehre aus der Geschichte ist, dass Nordmazedonien eine Wahl verschoben hat, was Frankreich und Bayern am Beginn der Krise nicht zustande gebracht haben. Was ganz sicher damals epidemiologisch falsch war, hat Nordmazedonien geschafft. Also am Westbalkan fallen auch durchaus innovative, richtige, mutige Entscheidungen mit Leadership in herausfordernden Zeiten. Die Fragestellung ist sehr heikel, weil niemand will von außen eine Einmischung in wirklich innerste Angelegenheit eines Staates. Das wollen wir Österreicherinnen und Österreicher auch nicht. Ich will nur einige Eckpunkte vielleicht definieren. Das eine ist, das kennen wir, erleben wir gerade auch in Österreich in überbordender Art und Weise, Opposition das Recht hat, irgendwie sogar die demokratiepolitische Pflicht hat, so richtig zu versuchen, die Regierung in die Pfanne zu hauen. Okay, das ist Teil von Oppositionsarbeit und das macht ja Demokratie aus. Das Zweite ist, dass wir in Europa und auf der Welt mit allen demokratisch legitimierten Offiziellen gerne reden, weil das sind die, die die Bevölkerung vertreten. Demokratisch legitimiert heißt ja auf Zeit, das ist einer der wichtigen Faktoren von Demokratie. Niemand ist da irgendwie für immer im Amt, sondern die Uhr tickt. Ab dem ersten Moment einer Amtszeit tickt die Uhr. Und auf Zeit sind da Menschen gewählt, die vertreten die Bürgerinnen und Bürger. Und da ist es unsere Pflicht und Schuldigkeit, mit ihnen, mit denen, die gewählt sind, wirklich im Gespräch zu sein und das mit Freude. Drittens, und das ist mir schon sehr, sehr wichtig, ich nehme von Zeit zu Zeit teil an Wahlbeobachtungsmissionen des Europäischen Parlaments, um eben zu prüfen, ob man von demokratischer Legitimation sprechen kann, weil eine Wahl rechtmäßig, demokratisch, korrekt, nach demokratischen Spielregeln zustande kommt. Und das ist auch etwas, das Österreich, weil ich das Beispiel vorhin genannt habe, und jeder andere Staat sich nicht nur gefallen lassen muss, sondern eigentlich willkommen heißen muss, weil ja Staaten in der Hinsicht nichts zu verbergen haben sollten, ob Wahlen demokratisch ablaufen. Und das ist schon komplex. Da geht es ja nicht nur darum, dass die konkrete Stimmabgabe unbeobachtet erfolgt, sondern das hat viele Wochen und Monate Vorlauf von den Fristen, von den Wählerlisten, den Wahlverzeichnissen bis hin zur Frage, ob die Medienlandschaft wirklich frei ist, ob Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit, Redefreiheit wirklich herrschen und umgesetzt werden können. Und das wird auch im Fall der beiden Wahlen in Serbien und Albanien und wo auch immer sie noch stattfinden werden, das ist ja auch im Kosovo nicht ganz ausgeschlossen aufgrund der aktuellen innenpolitischen Lage dort, wieder der Fall sein, das zu machen. Letzte Wahlbeobachtungsmission war im Herbst im Kosovo. Da hat wirklich unsere Europaparlamentsmission und auch die anderen Wahlbeobachtungsmissionen dem Kosovo und den demokratischen Spielregeln ein sehr, sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Also demokratiepolitisch hat das dort gut funktioniert, aber jede Wahl ist anders und jede Wahl gehört auch entsprechend international beobachtet, in wessen Interesse, nicht im Interesse von irgendwelchen Außenstehenden, ich sage jetzt Besserwissern, sondern im Interesse der Bürgerinnen und Bürger dieser Länder natürlich, die demokratische Spielregeln und ein demokratisches Prozedere verdienen. Herzlichen Dank für deine Einschätzung. Und jetzt ist ja ein Faktor, der extrem wichtig ist für die Aufnahmeverhandlungen in die EU, natürlich auch die wirtschaftliche Kraft von den Westbalkanstaaten. Und so wie in vielen anderen Ländern und so wie in Österreich auch, hat natürlich die Maßnahmen und die Krise generell einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Schaden auch am Westbalkan
angerichtet. Nico, wie würdest du das einschätzen? Wie hart wird die Region wirtschaftlich getroffen? Also natürlich wird die Region hart getroffen, so wie sozusagen die Länder der Europäischen Union auch hart getroffen werden. Die werden vielleicht sogar noch härter getroffen. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also Serbien zum Beispiel scheint da in einer etwas besseren Position zu sein, weil es wirtschaftlich nicht so stark vom Tourismus abhängig ist wie etwa Montenegro. Also Länder, die sehr starken Anteil am Tourismus zum Beispiel haben, die leiden natürlich besonders stark, weil sie damit rechnen müssen, dass natürlich viele Einnahmen dieses Jahr nicht stattfinden werden. In Serbien ist es zum Beispiel so, dass die jetzige Regierung eigentlich in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet hat und daher auf einer ganz guten wirtschaftlichen Basis stand, bevor die Krise kam. Also ich spreche hier von einem ausgeglichenen Haushalt, ich spreche hier von einer sehr stark reduzierten Staatsverschuldung, ich spreche hier von einer sehr guten Bonität, Rating der Rating Agencies. Und daher geht man in Serbien davon aus, dass es ein Minus geben wird zwischen -2 und -4%, was natürlich sehr stark Einbußen bedeutet, aber dass dann das im nächsten Jahr bereits wieder mit 7% wachsen wird. Also die serbische Regierung ist recht positiv. Das mag auch ein bisschen mit dem Wahlkampf zusammenhängen, dass sie sozusagen sehr positive Noises machen, aber auch internationale Beobachter wie der IMF oder die Europäische Investitionsbank gehen davon aus, dass Serbien zwar hart getroffen wird, aber ganz gut über die Runden kommen wird. Die Frage ist, wie ist es in den anderen Ländern? Natürlich, die sind ökonomisch schwächer. Und ein wichtiger Aspekt, den ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist diese starke Verflechtung mit der europäischen Wirtschaft. Also wächst die Europäische Union, wird auch die Region stärker mitwachsen. Tut sich die Europäische Union schwer, wird auch der Westbalkan leiden. Also was diese Pandemie-Krise noch einmal ganz deutlich aufgezeigt hat, ist, wie stark die Region mit der Europäischen Union bereits verflochten ist und abhängig ist von der Europäischen Union. Danke dir. Lukas, weißt du, welche Maßnahmen quasi die Staaten zur Unterstützung der Wirtschaft angekündigt haben? Naja, ehrlich gesagt ist vieles von EU-Hilfen auch abhängig, die ich vorher schon beziffert habe, mit knapp 400 Millionen allein an Wirtschaftshilfe, allein aufgrund der Pandemie. Aber wenn man die Gesamtsituation sieht und wir vorhin auch darüber gesprochen haben, dass die 6 Staaten einander helfen müssen und unter Anführungszeichen nur rund 20 Millionen Menschen sind, dann will ich schon auch dazu sagen, wie der Herr Botschafter gesagt hat, ist Serbien stärker als die anderen, jedenfalls auch aufgrund der guten Wirtschaftslage vor der Pandemie. Wenn jemand stark ist, heute ist er nur relativ stark in der Pandemie, alle sind schwächer natürlich. Deshalb müssen wir auch zusammenhalten. Und Serbien kommt eine wirkliche Schlüsselrolle zu in der Region. Wenn wir von Eigenverantwortung gesprochen haben, der Staaten für ihre eigene Entwicklung, für Reformen, dann ist das zu unterstreichen. Aber bei der Zusammenarbeit ist auch zu unterstreichen, dass Serbien für den gesamten Westbalkan eine Verantwortung hat. Insofern als Serbien, wie ich gerne sage, und der Vergleich ist wirklich positiv gemeint in alle Richtungen, Serbien gewissermaßen das Deutschland des Westbalkans ist. Serbien ist größer als die anderen und wirtschaftlich stärker als die anderen. Und das ist ein Grund mehr dafür, auf ethnische, nationalistische und andere Konflikte zu verzichten und die in der Geschichte zurückzulassen und wirklich wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. Mit EU-Hilfe, mit gutem Export, vor allem mit gutem Fachkräfteaustausch wird das gehen. Ich will nochmal daran erinnern, dass viele junge Menschen am Westbalkan sind. In all den Staaten des Westbalkans. Es gibt eine Abwanderung, wie auch aus einigen EU-Staaten übrigens, Kroatien, Rumänien, Ungarn, Bulgarien beispielsweise. Aber das Durchschnittsalter ist viel, viel niedriger und der Anteil junger Menschen ist viel höher. Kosovo ist überhaupt der jüngste Staat Europas hinsichtlich des Durchschnittsalters und die sind wirklich bereit und motiviert, durch Bildung und Arbeit etwas aufzubauen. Also
eine große österreichische Bank beschäftigt zum Beispiel für den gesamten IT-Bereich des internationalen Sektors ausschließlich junge Menschen im Kosovo. Und solche Beispiele gibt es in allen 5 anderen Staaten auch. Und solche Beispiele sind in großer Zahl vorhanden, weil eben dort junge Menschen sind, die bereit sind, viel zu tun. Während, wie wir ja wissen, das alte Europa unter Anführungszeichen überaltert und in Teilen Europas auch ein demografisches Problem durch Abwanderung da ist. Und Menschen, die etwas können und das dann auch machen und am besten vernetzt und im wirtschaftlichen Austausch, na gut, das ist weiterhin die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg. Und das wird auch für den Westbalkan wichtig sein. Ich bin weit entfernt davon, hier die Moderatorenrolle übernehmen zu wollen, aber wir haben ein paar spannende Fragen im Chat, die ich zumindest nicht bewusst übersehen möchte, weil über die könnte man auch trefflich diskutieren. Ja, dann ist, also quasi, wenn wir jetzt eh schon zum Schluss kommen, würde ich einfach die Teilnehmerfragen jetzt noch einblenden und dann gehen wir einfach eine nach der anderen durch. Und zwar, die erste Frage vom Jakob ist, wie schaut es aktuell mit, wie schaut es aktuell mit Infrastrukturprojekten in Serbien aus? Zwischen Belgrad und Budapest wird ja aktuell die Eisenbahnstrecke auf 200 Kilometer pro Stunde ausgebaut, leider ohne europäische Beteiligung, also Russland und China bauen da. Gibt es da österreichische Projekte auch? Lukas oder Nico, möchtest du? Also vielleicht ganz kurz, es gibt sehr viele Infrastrukturprojekte. Ich glaube, was Serbien macht und sehr gut macht, ist wirklich ein Fokus auf den Ausbau der Infrastruktur. Da kann die Regierung auch durchaus Erfolge vorweisen. Also es ist der Korridor 10, Korridor 11. Also man kann jetzt auf der Autobahn durchfahren von Wien bis nach Athen. Da war das letzte Teilstück in Serbien zu Mazedonien noch offen. Das wurde letztes Jahr eröffnet, heuer die Verbindung zu Bulgarien. Also da wird wirklich sehr viel investiert. Und da kommen auch immer wieder österreichische Firmen als Auftragnehmer zum Zug. Also insofern, ja, Österreicher sind auch involviert in Infrastrukturprojekte. Was die Eisenbahn betrifft, das ist richtig, das ist ein chinesisch russisches Projekt, aber es gibt auch andere EU-Staaten, die immer wieder bei Infrastrukturprojekten zum Zug kommen. Herzlichen Dank, Jakob. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Gut, und dann schauen wir gleich die nächste Frage an. Die ist an dich, Lukas. Wie positioniert sich die EU hinsichtlich der andauernden Vetodrohungen gegenüber Nordmazedonien auf Seiten der Nachbarn, wie zum Beispiel jetzt durch Bulgarien? Fragt der Selmin. Danke an den Selmin für die Fragestellung. Es gibt immer wieder bilaterale Probleme mit verschiedenen Staaten am Westbalkan, die auch von EU-Staaten aufgebracht werden. In Wahrheit, das Extremste war sicher Griechenland, Mazedonien, weil Griechenland das Land, das sich Mazedonien nennt, im eigenen Staatsgebiet vermutet, aus historischen Gründen. Und deshalb nicht wollte, dass Mazedonien als Mazedonien in EU-Beitrittsverhandlungen eintritt, weshalb ein Staat seinen Namen geändert hat. Man muss sich das schon einmal vorstellen, wie viel Überwindung, wie viel Bereitschaft, wie viel europäische Identität, wie viel Wille dazu gehört, für eine Bevölkerung den Namen ihres Staates zu ändern, nämlich auf Nordmazedonien. Es ist für mich auch erstaunlich, wie schnell das im Sprachgebrauch dann über die Lippen geht. Es ist jetzt schon völlig klar, was man Nordmazedonien sagt. Und dennoch hat es die Europäische Union nicht gehalten, dann Beitrittsverhandlungen zu beginnen nach dieser Namensänderung. Das war ja der Grund für die früheren für den früheren Wahltermin, der dann eben aufgrund der Pandemie wieder verschoben werden musste aus Verantwortung in Nordmazedonien. Also das war so ein Beispiel. Und dann gibt es andere Balkanstaaten, die eben schon in der Europäischen Union sind, die vielfach auch unterstützend sind, muss man sagen. Also Bulgarien, Rumänien, genauso wie Kroatien, Slowenien, die auch untereinander nicht immer ganz einig waren, dennoch beide EU-Mitgliedstaaten sein können, mit viel weniger Reibungsflächen, als es auch sein könnte. Und über den Kosovo haben wir heute schon viel gesprochen. Na gut, da gibt es eine krasse Minderheit an Mitgliedstaaten, die jeweils aus rein innenpolitischen Gründen zu Hause
irgendwie den Kosovo nicht als Staat anerkennen, was die Europäische Union ziemlich peinlich dastehen lässt, ehrlich gesagt, in vielen Situationen. Also das sind Verhältnisse, die auch auftauen müssen und intensiviert werden müssen, wobei der Unterschied sehr, sehr groß ist. Also beispielsweise die Slowakei hat zwar offiziell den Kosovo nicht anerkannt, tut aber so im täglichen Verhalten, während in Spanien es schon mal ein Riesenschritt war, vor kurzem einige positive Botschaften abzusetzen als Regierung über den Kosovo. Und auch da wie dort hat es immer innenpolitische Gründe, dass das so stattfindet. Am Schluss zählt das gemeinsame Ganze. Ich sage das übrigens auch im Hinblick auf Deutschland und Frankreich. Wir haben gerade wieder einen Moment erlebt, in dem noch einmal, hoffentlich letztmals in der Geschichte, gerade diese beiden Staaten den Eindruck erweckt haben, wenn sie etwas ausmachen, dann muss das für alle gelten und dann ist das der Weg der Europäischen Union. Das stimmt ja nicht. Das kommt vor allem in Osteuropa gar nicht gut an und zwar mit Recht. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass Staaten das Beste tun. Rot-Weiß-Rot in Europa ist ja auch mein Motto, um für die eigenen Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Aber das heißt nie, dass man anderen Bürgerinnen und Bürgern irgendeine Mitsprache verweigern oder eine Tür verschließen sollte. Danke dir. So, und jetzt haben wir noch eine Frage, die sollte sich noch ausgehen in unserer Zeit, vom Adalbert. Der fragt, ist an eine stufenweise Eingliederung der Westbalkanstaaten in die Einflusssphäre der EU über die Beteiligung an Projekten wie der Drei-Meeres-Initiative zu denken? Also ich kann es ganz schnell machen. Ich gehöre zu der Sorte Politiker, die sich irgendwann mal vorgenommen haben, wenn sie etwas nicht wissen, zu sagen, dass sie es nicht wissen. Und das mache ich jetzt ganz einfach, weil ich die Drei-Meeres-Initiative noch nicht kenne. Aber ich danke dem Adalbert Cicek, wenn ich es hoffentlich richtig ausspreche, für den Hinweis und werde mich kundig machen. Und alles, was dazu dient, dass wir nicht den Westbalkan verlieren, sondern voll eingliedern, ist für unsere eigene Zukunft sehr, sehr hilfreich. Danke dir. Nico, möchtest du dazu was sagen? Ich möchte, also die Drei-Meeres-Initiative ist hier nicht ein Thema in der Politik, aber grundsätzlich sozusagen finde ich den Denkansatz einen guten, ist wichtig, glaube ich, die Region in alle möglichen Projekte einzugliedern, wenn es möglich ist und so ist sozusagen die Region mehr an die Europäische Union heranzuführen, wo es möglich ist. Ich kann jetzt sozusagen auch kein Statement abgeben, ob das bei der Drei-Meeres-Initiative sinnvoll ist, aber grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, in allen möglichen Bereichen, wo es sinnvoll ist, die Länder des Westbalkans näher an die Europäische Union zu bringen und bereits einzugliedern und einen stärkeren Informationsaustausch zu führen. Das ist etwas, was wir in der österreichischen EU-Präsidentschaft auch stark gefördert haben. Und ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Herzlichen Dank für die Beantwortung der Frage. Und ja, also wir sind jetzt auch schon relativ am Schluss unserer Zeit angelangt. Ich würde jetzt gerne nur ganz kurz zum Schluss eine Frage an euch beide stellen, Lukas und Nico. Und zwar grundsätzlich, eure Einschätzung, wie seht ihr die langfristige Entwicklung der Region jetzt auch durch die Krise? Welche Chancen gibt es und welche Hürden? Ich lasse meinen Botschafter das Schlusswort und versuche so schnell wie möglich wirklich als Zweckoptimist. Ich bin für ein Europa mit mehr Stärke nach außen und dazu gehört, dass wir diese Achillesferse heilen, gewissermaßen, dass wir die 6 Westbalkanstaaten integrieren. Dazu ist ganz viel Unterstützung für Reformen nötig, in manchen Staaten mehr demokratiepolitisch, in anderen mehr rechtsstaatlich, in allen für Investitionen, wofür Rechtsstaatlichkeit und auch Bildung übrigens wichtige Grundlagen sind, weil sonst halt mal Unternehmen aus anderen Teilen der Welt nicht so gern investieren. Und ich sehe schon eine blühende Zukunft, in der jede EU-Bürgerin, jeder EU-Bürger ein Bürger, eine Bürgerin erster Klasse ist. Und man nicht das Gefühl haben muss, aus diesem Staat sind es dann EU-Bürgerinnen und Bürger zweiter oder sogar dritter Klasse. Das würde niemand so aussprechen, aber ich weiß, dass manche, nicht wir Österreicherinnen und Österreicher, aber dass manche das Gefühl haben, und das ist nicht richtig, dass sie dieses Gefühl vermittelt bekommen, und es ist auch nicht richtig, dass sie es haben, also auch Selbstmitleid ist sicher nicht angebracht.
Und wenn wir das schaffen, dann hat unsere Generation auch ein bisschen was geschafft, so wie die Generationen vor uns verdammt viel geschafft haben, sonst hätten wir nämlich das heutige Europa so nicht. Ja, also ich bin auch Zweckoptimist und ich glaube schon, dass wir da Fortschritte machen können. Ich glaube, wichtig wird sein, dass wir aufbauen jetzt auf den Erfahrungen auch während der Krise, die doch gezeigt haben, dass die Verbundenheit, die Verflechtung, die Abhängigkeit der Menschen, der Güter, der Wirtschaften sehr stark ist. Und auch hier in der Region, glaube ich, hat sich wieder gezeigt, dass Serbien und die Region auch keine andere Alternative hat, als den Weg nach Europa weiterzugehen. Und ich glaube, die Lehren, die wir aus dieser Krise ziehen sollten, ist noch mehr Engagement. Und ich glaube, die Europäische Kommission ist auch auf dem richtigen Weg. Es ist wirklich spürbar, dass mehr Engagement von Seiten Europas wieder gegeben ist. Es stehen jetzt einige Schritte bevor und die Europäische Union arbeitet an einem großen Wirtschafts- und Investitionspaket, das im September dann präsentiert werden soll. Also ich glaube, wenn wir als Europa hier starke Präsenz zeigen, uns engagieren, dann glaube ich, sehe ich sozusagen eine sehr positive Zukunft der Region entgegen. Ja, herzlichen Dank für eure positiven Schlussworte. Also danke, dass ihr euch auch heute die Zeit genommen habt, mit uns über dieses sehr wichtige Thema des Westbalkans zu diskutieren. Und ihr habt, glaube ich, einen sehr schönen Überblick gegeben über die aktuelle Situation, aber natürlich auch über die zukünftigen Entwicklungen in dieser Region. Und also herzlichen Dank an dich, Lukas. Danke, Nico. Danke, dass ihr heute dabei wart. Also wirklich eine sehr spannende Veranstaltung. Und auch danke an unser Publikum natürlich, dass ihr so super mitdiskutiert habt und so viele Fragen gestellt habt. Es ist wirklich jedes Mal wieder schön, wenn so viele Personen an unseren Online-Veranstaltungen teilnehmen. Und so wie jedes Mal bekommt ihr natürlich auch im Anschluss wieder ein E-Mail mit einem Link zu unserem Bildungsraum online, wo dann quasi die Aufzeichnung der Veranstaltung und ein Feedbackbogen zu finden sind. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie uns dort ein paar Worte hinterlasst. Ja, also in diesem Sinne, danke nochmal an alle, dass ihr heute dabei wart. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und hoffentlich auf bis bald. Danke auch von meiner Seite. Wiederschauen. Danke. Bis bald.